einem meinem Vortrag über die griechische Kosmogonie, wo es heißt, am Anfang war die Erde, die sich selbst begattet, erzeugt den Uranus, den Himmel, und dann kommt der wesentliche für mich Teil, der kosmogonische Eros. Kosmogonisch heißt es hier in diesem Falle, weil es um eine Kosmogonie geht, ne? Nicht wahr? Kosmogonie ist die Weltschöpfungslehre und deswegen ist der Eros hier der kosmogonische. Er kommt als dritte Instanz zu der schon geschaffenen Erde und von ihr geschaffenem Himmel und verbindet jetzt Yin und Yang, Erde und Himmel, und daraus entsteht grundsätzlich alles, ne? Das ist die Aufgabe des Eros, ne? Und ich habe das sicher des Öfteren erwähnt, das ist sehr interessant, ist in der klagischen Auffassung des Wahrnehmens oder besser gesagt Erlebens im Sinne des kosmogonischen Eros, ist, dass unsere Seele der empfangende Pol ist, der passive Pol, und die Urbilder, die Klage ist ja postuliert als die sich ständig wandelnden, in Anführungszeichen, Wesen der Phänomene, ja, der elementaren Phänomene, die sind der aktive Pol. Das ist also das, was uns erreicht als Impuls von der Außenwelt, ist aktiv. Wir sind passive Empfänger, unsere Seele ist passiv. Und aus dieser Verbindung von aktiv-passiv, Yang und Yin, entsteht der Hieros Gamos, die heilige Hochzeit des Erlebens. Der kosmogonische Eros ist der Vermittler, sozusagen, hier auch zwischen Seele und den Urbildern. Ne? Ja, meine Damen und Herren, und dann habe ich angehoben, da mir ein Bild erschienen ist von diesem Zustand, wo die Erde da ist, ne? Und dann entsteht der Himmel. Wo ist das Wasser? Ja? Also das ist schon auf der Erde gewesen wahrscheinlich. Und jetzt verglichen mit dem patriarchalen, alttestamentlichen Kosmogonie-Mythos, ne, in der Genesis, wo es heißt, am Anfang war das Wort, ne, Logos, und es schwebte über den Gewässern, ja. Also dann ist schon gleich die außerirdische Schiene gefahren worden im Alten Testament. Da erscheint was Fremdes, was nicht hier ist. Logos erscheint, ist nicht definiert, ist irgendwie nur das Wort oder was auch immer, immerhin etwas Außerbiosphärisches. Ne? Das schwebt über der Biosphäre und dann beginnt es was? Seine analytische Zerteilungsarbeit, ne? Vollschicht, ne? In 7 Tagen ohne Unterlass, will einfach taxonomisch nach unten geteilt, ne? Und da wird die Ordnung, pyramidale Ordnung und so weiter gemacht. Also wir sehen, wie verschieden das ist. Die griechische Kosmogonie, eine von den Kosmogonien, die haben mehrere. Aber eine ist ja ganz erdenfreundlich. Ne? Es ist die Gaia, fertig. Das ist dieses, irgendwann muss man anfangen, ne? Bei jeder Kosmogonie. Die moderne Physik, heutige und Astronomie, die sagt mit Terence McKenna, give us one free miracle and we shall from then on roll on and explain everything. Und this one free miracle is Big Bang. Ne? Wir sollen glauben, dass das Kosmos, der Kosmos, entstanden ist in einem Moment, aus keinem Anlass, einfach so, bang. Das sagt Terence McKenna, ist the limit case of credibility. The limit case of credibility. Das sozusagen maximale Fall der Glaubwürdigkeit oder maximale Situation, in der du was glaubst. Und da sagt er, wenn du
sowas glaubst, dann kannst du alles Mögliche glauben. Ja. Warum denn nicht meine Auffassung? Terence McKenna hat auch One Free Miracle verlangt. Und er sagt, mein Free Miracle ist logischer, weil ich ihn auf das Ende setze, nicht auf den Anfang. Ich habe diesen Attractor at the end of time. Terence McKenna ist ein absolut teleologisches System. Ja. Bei ihm strebt das alles zu einem maximalen Beschleunigungszustand der sogenannten Novelty. Er sagt, Evolution is a novelty-conserving machine. Das heißt, es entstehen immer neue, qualitativ höhere Zustände in der Entwicklung der Biosphäre und die bauen auf den vorherigen, ne? Und die vorherigen sind sozusagen aufbewahrt, das heißt das Conserving, aber darauf entsteht was Höheres und wir sind heutzutage übergegangen zu der Informationsevolution und unsere physiologische Evolution ist längst übertrumpft worden von unserer technologischen Revolution und unsere beinahe Selbstentwerfung durch Gentechnik und so weiter. Und die Beschleunigung ist enorm. Ne? Also irgendwann sagt er, kommt die Beschleunigung in so eine Rasanz, dass in einer Woche viel mehr Informationen getätigt werden, als in der ganzen Geschichte der Menschheit. Und dann in einer Stunde mehr als in der ganzen Geschichte der Menschheit. Wenn man sich vorstellt, dass irgendein universales Internet, Zentralnervensystem, was auch immer, auf höchste Touren gebracht wird und dann geschieht in einer Stunde mehr Bits an Informationen werden hin und her getragen als in der ganzen Evolution der Menschheit. Und dann postuliert er den Fall, wenn das dann in einer Sekunde ist, dass in einer Sekunde viel mehr Bits als in der ganzen Entwicklung der Menschheit passiert, dann kommt es irgendwie zu einem qualitativen Sprung. Das ist die final Moment, wo das alles kondensiert, ne? Und dann implodiert irgendwie und wir werden dann eine Transformation erleben, die jetzt noch mit großen Fragezeichen versehen ist, dass er rekurriert da auf einen Philo-Judäas nennt er die, irgendeinen Gnostiker des 2. Jahrhunderts, der behauptet hatte, ein höherer Logos ist möglich. Also wir haben jetzt das Termin der Logos, ja, ist ja Wort, ne? Und er hat gesagt, ein höherer Logos ist möglich, der unmerklich aus der Qualität des Gehörtwerdens in die Qualität des Gesehenwerdens kommt. Sprich einfach, die Information wird aufhören, linear, digital, hörbar und dann durch Verstehen rekonstruierbar, wo wir den linearen Zeichen Bedeutungen zuweisen. Ja. Sie wird erscheinen in einer Art bildhafter Dreidimensionalität. Ja. Und dann in meiner privaten Spekulation wird es möglich sein, Vorstellungen zu materialisieren. Sie werden einfach das Verhältnis zwischen Information und Materie wird sich verschieben. Jetzt haben wir Situationen, in der die Materie Träger von Information ist. Alle Zeichen, alle Signale, die sogenannte Information tragen, sind materiell. Morsezeichen, Alphabetzeichen. Früher hat man in die Pyramiden Steine, Reliefs gehauen. Das waren Steine, waren materielle Träger der Information. Bedeutungen an sich entstehen nur im Zentralnervensystem, oder sagen wir in der Seele des Empfängers. Bis es in der Seele des Empfängers eine Bedeutung
ausmacht, ist es nur ein Signal. Man kann es verfolgen von, was ein gesprochenes Wort ist, eine akustische Verdickung von Luft, ne? Erreicht das Ohrtrommel, dann ist es mechanisch, eine Membranvibration, dann erreicht es die feinen Härchen in dem Innenohr, dann wird es auf chemischen Wege irgendwie übertragen und schließlich auf elektromagnetischen Wege. Dies ist immer noch Signal. Da ist keine Bedeutung drin. Dies ist nur Hardware. Wenn du dann aber aus den Tönen R, O, S, E eine Rose verstehst und ein gefühlsgeladenes Bild von dieser Rose siehst, bist du weit, äonenweit, Lichtgalaxien weit entfernt von dem Hardware des Gehirns. Du bist im Bereich der Seele und die wird für immer, tut mir leid, jetzt müssen Zehntausende Neurophysiologen kündigen, ja, und sich der Gärtnerei widmen, wie Wittgenstein, den sie verstehen nach meinem Vortrag, der auf seltsame Weise mit dem biblischen Schöpfungsmythos und mit dem griechischen Schöpfungsmythos angefangen hat, dass, also, das ist ein Holzweg, zu hoffen, dass man die Seele, Zelldimension durch Hardwareforschung in der Neurophysiologie und so weiter irgendwann antapfen kann. Dies ist unmöglich. Okay, also. Das waren die Schritte des Herrn Pavlos und Rauschen des Sees, die als Dämonen der elementaren Welt, also Elementarwesen, sich verbunden hatten mit seiner neuromantischen Seele, die als passives Pol empfängt, während die Natur als aktives Pol fruchtet und befruchtet, ne? Und aus diesem Hieros Gamos, also der alchemischen Hochzeit der Seele mit der Natur, gebiert sich der unaufhörliche Strom der Urbilder nach Ludwig Klages, welche die Essenz der Romantik ausgemacht haben, ja, und bei jedem, in jeder Epoche der ergriffen, überwältigt von der Schönheit des Weiblichen und der Natur staunt, ne, und sich imprägnieren lässt durch den Augenblick, was heutzutage natürlich sehr selten passiert, weil der
analytischer Geist, die messende Vernunft, voll von Terminen, E-Mails und Aufträgen, sozusagen die Seele in die Ecke getrieben hat, wie es in den 1500 Seiten dicken Wälzer der Seele jedes Neuromantiker harret, von Ludwig Klages genauestens beschrieben unter dem Titel Der Geist verstehe aber die analytische Vernunft, die messende Vernunft, als Widersacher der Seele, unter den Eingeweihten kurz der Widersacher, wie unter den Eingeweihten des Nietzscheanischen Schöpfens der Zarathustra auch ein stehender Begriff ist für alte Sprache Zarathustra. Wenn sich zwei Klagesianer treffen, was einmal in 30 Jahren geschieht, mir persönlich in einer Kapelle in Yoyopoli auf Kreta, nach dem Aufwachen und den gebührendlichen Huldigungen für Ludwig Klages und die Elementardämonen erblickte ich eines Mannes, Gestalt an der Kapelle der Malte. Nun begab mich dorthin, kam kurz ins Gespräch, daraufhin mitteilte er mir, dass er Philosoph ist, dass aber seinen Hauptphilosophen niemand kennt. Und besonders das Hauptwerk, das ihn sehr interessiert, war der kosmogonische Eros. Also zog ich meinen zigfach vergriffenen Exemplar des kosmogonischen Eros aus dem Rucksack und daraufhin haben sich zwei Klagesianer umarmt, was einmal in 30 Jahren geschieht. Nun, dass der Geist, sprich analytische Vernunft, wirklich der Feind der passiven Empfängnis und dadurch auch Feind aller Liebe, aller wahren Liebe ist, auch Feind aller wahren Inspiration, das ist einsichtig, weil phänomenologisch gesprochen steht die Seele unter der Peitsche des Willens zur Macht, des Willens zu Fleischen, zu messen und berechnen dessen, was da reinkommt. Und so ist die moderne Hybris schon so weit gekommen, dass diese tiefen Erlebnisse der Liebe oder der Naturergriffenheit nur noch in den Schatten der Hollywood-Traumfabrik präfabriziert werden, ja, und den Menschen als Illusion verkauft und dementsprechend auch bezahlt, ja, von den Menschen. So, das war das kurze. Also könnte man sagen, dass der Analytikstein sozusagen die NSA des Egos. NSA, ja, sehr guter zeitgemäßiger Vergleich. NSA, die Abhöranlage, ja. Ja, selbstverständlich, die analytische Vernunft. Nun, man muss sagen, das Leben mächtiger ist als der Tod. Sagen wir so, sonst wäre hier nichts mehr. Ja. Noch immer ist das Leben, das organische Leben, mächtiger als das mechanische. Und das Ziel des analytischen Geistes nach Klages ist die Verwandlung alles Organischen ins Mechanische. Und so eine Art Matrix am Ende zu schaffen. Ja. Aber bis heute frisst er eigentlich die Energie des Leibes und der Seele. Und so sein Abhören ist tatsächlich sowas wie ohne eigenen Leib, ohne eigene Energie, wie kann man sagen, auch die NSU oder andere Geheimdienste eigentlich parasitieren an dem Leib einer produktiven Gesellschaft. Parasitieren tatsächlich. Und saugen die schöpferische Energie der Seele und des Geistes ab. Ja. Wenn sie aber als Parasite erreichen, dass der Wirt umkommt, dann kommen sie selber um. Das ist eben die finale Rache des Lebens an den Parasiten. Ne.